Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich mache jetzt hier mal ein Video zu MVVM für Anfänger. Und zwar nicht dieses Komplizierte, sondern das, wie es jetzt eigentlich ist. Also es hat jetzt, ich will nicht sagen Fahrt aufgenommen, aber ich möchte mal sagen, mittlerweile ist MVVM sehr, 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 sehr einfach geworden. Und deswegen möchte ich jetzt mal ganz kurz erklären, wie man das in seiner eigenen Anwendung implementieren kann, ohne dass man sich groß verbiegt und ohne dass man da irgendwie was Kompliziertes machen muss. Nur noch mal ganz, ganz kurz. Es gibt ja da das MVVM heißt Model View View Model. Und deswegen mal zeichnen wir das hier mal kurz auf. So. Also wir hätten da zum einen das Model, dann hätten wir das View Model und das View. Und das Model enthält quasi alle Daten. Ja, alle Daten, und wenn ihr Schnittstellen zu Daten habt, dann sind die auch da alle drinne und so weiter. Also das heißt, ihr tut wirklich da die Daten einmal sammeln, horten, wie auch immer. Und das können dann irgendwelche Libraries sein und so weiter. Das gleiche, nicht das gleiche, aber im View Model haben wir dann quasi die Anwendungslogik, auch Geschäftslogik genannt. So. Und die nimmt halt die Model-Daten aus dem Model, macht daraus quasi die Anwendung. Ne, wir klicken hier, wir klicken da, wir machen dies, wir machen jenes. Und das View ist nur das UI. Ne, also die visuelle Darstellung des View-Models. So, nur mal ganz kurz. Und wir können das auch mit Pfeilen darstellen. Das heißt, das View Model kennt das Model und das View kennt das View Model. Ja, und umgekehrt ist es aber so, dass das Model ans View Model und das Model ans View gibt Informationen, dass sich was verändert hat. Aber im Prinzip ist es so, dass das Model keine Ahnung hat vom View Model und das View Model hat keine Ahnung vom View. Und die sind alle unabhängig. Deswegen könnt ihr hier so Library Writer an Leute, die gerne Anwendungslogik bauen und Designer, ihr könnt die quasi schön informieren und so weiter. Und das MVVM ist halt so, dass das ist dieses ganze Geheimnis und es lässt sich mittlerweile ganz, ganz einfach aufbauen. Dann gehen wir, aber bevor wir jetzt da reingehen, noch mal ganz kurz, wie ist das bisher gewesen? Deswegen habe ich hier schon mal ein Projekt offen. Wir gehen mal hier in die Main Window. So habe ich es meistens implementiert. Ich habe einfach in einem Window oder in der Page habe ich einfach noch die Schnittstelle ein Notify Property Change implementiert. Da hat man dann noch das Event Property Changed Event Handler. Als Property Change hat man das quasi implementiert. Ich habe immer eine Notify-Methode geschrieben. Und wie hat man das Ganze dann gemacht? Man hat hier einfach ein Property erstellt. Na, also ein Full Prop. Und dann hat man jetzt zum Beispiel einen String. Keine Ahnung. Lass mal my var, my Property. Alles so wie es ist. Und man hat hier hinten einfach noch dran ein Notify geschrieben. So. Und damit wurde die Aktualisierung quasi nach oben geschoben. Das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr nötig. Das hat man überall reinschreiben müssen und es war nicht so, ja, und im Window ist das alles nicht so schön. Man kann es da auch machen und dann kann man auch die Sachen binden. Ne? Dann hat man hier gesagt, hier der Datenkontext, das bin ja ich dann. Also das heißt, man hat einfach den Datenkontext auf sich geworfen. Aber der Datenkontext sollte eigentlich aufs View-Model sein und man hat hier alles vermischt und es ist immer noch besser als mit irgendwelchen Klicks und so zu arbeiten.
Und wenn man dann noch Relays, Commands reinnehmen wollte, also das heißt, wenn man auf den Button klickt, wird ein Command ausgeführt und nicht dieses Click-Event, dann hat man hier noch ein Relay-Command machen müssen und ihr seht schon, das Relay-Command, das sieht immer ein bisschen, ja, komplex aus und so weiter. Und das brauchen wir jetzt eigentlich alles nicht mehr. Das können wir wegmachen. Schließen wir dann den ganzen Spaß und starten Visual Studio nochmal neu und erstellen ein neues Projekt. Und jetzt zeigen wir euch, will ich euch einfach mit euch zeigen, wie man das machen kann. Wir machen das unter .NET 6 und wie wir das wirklich easy implementieren können. So, wir nennen das hier simple, einfach vor allem, nee, MVVM App Test 1. So, wir machen .NET 6 langfristige Unterstützung. So. So beginnt man ja meistens. Und dann fängt man erstmal an und sagt, ja, jetzt brauche ich erstmal das eine, dann brauche ich das andere und so weiter. Und deswegen, wir erstellen jetzt erstmal drei Ordner. Wir erstellen einmal den View-Ordner. Da kommt später auch das Main-Window rein. Dann haben wir das View Model und wir haben dann auch noch das Model. Model. So. Jetzt verschieben wir erstmal das Main Window ins View rein. Na, also alles, was irgendwie in die Sicht ist, das wird einfach da hingeschoben. So, jetzt passen wir noch hier ein paar Namespaces an. Zum Beispiel die Window X Class ist dann natürlich das aufs View geschoben. Local ist dann wahrscheinlich auch auf dem View. Und die Window ist dann Namespace ist jetzt auch View. So, ich weiß nicht, ob das jetzt hier so funktioniert erstmal so weit. Dann müssen wir noch die App XAML anpassen. Weil die App XAML lädt das Main Window, aber hier steht eine Startup URI drin und die ist natürlich nicht auf den Namespace View, aber können wir hier unten rechts quasi tauschen, habe ich hier getauscht. Dann haben wir jetzt hier View Main Window XAML und damit haben wir hier schon mal die Sachen so ein bisschen aufgeräumt. Also ins Model kommen unsere Daten rein und im View Model machen wir die Anwendungslogik und im View zeigen wir den ganzen Spaß an. Und wir werden jetzt erstmal eine Klasse erstellen. Die quasi im New Model machen wir erstmal eine Klasse, die heißt einfach nur Simple Person. Die soll nur Daten enthalten. Simple Person. Simple Person bedeutet einfach nur einfache Person. Also Public. So. Und dann machen wir jetzt mal ein paar Pullprops rein. Vom Typ String. Und die kleine Variable heißt Person, große heißt, das Property heißt OpPerson, Enter einmal bestätigen. Und so erstellt man halt hier Getter und Setter. Diese Simple Person sollte, ja, die sollte man, oder die sollte Nachrichten rausschicken. Und das macht eigentlich ein Notify Property Changed. Und wir wollen jetzt aber hier nicht groß ein Notify Property Changed implementieren, sondern wir wollen uns ja das vereinfachen. Also gehen wir hier aufs Projekt, gehen hier auf die Nugget Packages, durchsuchen und dann geben wir ein Microsoft Toolkit MVVM. Das wird, den wählen wir aus und installieren uns das einmal. Dann gehen wir wieder zurück auf Simple Person und im Tun den Namespace implementieren vom MVVM und gehen aber gleich aufs Component Model. Das Component Model, also der Namespace Component Model enthält eine Klasse, die heißt Observable Object und die tun wir hier quasi implementieren. Zack. Und damit haben wir eigentlich schon ein Notify Property Changed implementiert mit allen Events und so weiter. Und das Einzige, damit hier eine Änderung sichtbar wird, hier bei Person, ist, dass wir eine Methode aus Observable Object aufrufen und die heißt einfach nur setProperty.
Klammer auf, die Referenz der Person übergeben. Das ist gleich nochmal weg. Ersetzen es durch ein Komma, gehen hinter Value, machen die Klammer zu. Einmal SDLK, D, schon nochmal die Sachen formatiert. Und ja, ich sehe gerade, ich habe hier einen Fehler drin. Egal. Dann gehen wir auf, gehen auf Pearson und wir machen daraus erstmal den Last Name. Weil Pearson sind wir ja selber. Simple Pearson. Ne? Übernehmen. F2 drücken. Last Name draus machen. So, mein Fehler. Dann haben wir nochmal ein Full Prop mit ebenfalls ein String. Und das nennen wir den Surname. Der Surname. So, und hier machen wir das gleiche. Gehen hier unten rein, Set Property. Die Referenz auf Surname, Komma, Klammer zu, STKHD, formatieren. So. Was das, was die Person hier haben kann, wären zum Beispiel Kinder. Also machen wir nochmal ein Fullprop rein und nennen das Observable Collection. Observable Collection. Collection. So. My var wird dann zum Childs und my property wird also Childs. So. Achso. Observable Collection vom Typ String natürlich. Muss man natürlich angeben. So, hier haben wir noch Int. Da machen wir auch eine Observable Collection draus. Dann hätten wir das. Das gleiche müssen wir hier dann natürlich auch nochmal machen. Wir müssen hier auch den Set-Property setzen. So, bisher hält sich das komplett in Grenzen. Was jetzt unter .NET 6 natürlich neu hinzugekommen ist, dass wir hier immer sagen, hier ist nicht nullable gemacht. Das könntest du ja bitte hier nullable machen. Dann könnte man hier ein Dings dahin machen. Aber wir können das auch über den Konstruktor einfach mal erledigen. Simple Pearson. Und genau. Giles schlägt den mir direkt vor. Dann machen wir Last Name noch. String.empty. Und den Surname. String.empty. Damit hätten wir jetzt hier unsere Tätigkeiten getan und das war's schon. Wir haben ein NotifyPropertyChanged implementiert und das Model ist jetzt fähig, an das ViewModel die Information weiterzugeben, weil wir hier automatisch ein NotifyPropertyChanged implementiert haben. Und das war's. Fertig. Dann gehen wir ins ViewModel und im ViewModel machen wir ebenfalls eine Klasse, die wir einfach nur MainViewModel nennen. Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt, aber da es am Main-Window hängt, denke ich mir mal, ist das ganz passend, wenn wir das so nennen. Und natürlich habe ich ja gesagt, dass das Main-View-Model das Model kennen muss. Also tun wir das mal implementieren. Das ist dann hier das Model.SimplePerson und wir nennen es Person. Ups, Person. Tab. Tab. So. Und hier ist natürlich das gleiche. Using Windows. Nee. Microsoft.Windows.Input. Den Namespace nehmen wir einmal rein, weil wir gleich ein I-Command erstellen. Und jetzt nehmen wir nochmal zwei Namespaces rein. Das ist einmal das Microsoft.Toolkit. .mvvm.componentModel, was wir schon vorher kannten. Und das Microsoft Toolkit mvvm.input. Und hier in der Klasse können wir jetzt dasselbe machen. Das heißt, wir können wieder sagen, du erbst vom Observable Object oder du erbst vom Observable Recipient oder vom Validator. Recipient erbt ebenfalls von
Observable Object und der Validator ebenfalls vom Observable Object. Deswegen ist es egal, was ihr hier nehmt. Ihr könnt die Observable Object, der Observable Recipient, also der Empfänger, der kann noch Nachrichten. Ihr könnt quasi Nachrichten von einem View-Model zu einem anderen übertragen. Deswegen kann das schon interessant sein, wenn ihr Nachrichten da übernehmen wollt. Ja. So, das passiert über einen Messenger. Das habe ich noch nicht ganz so durch. Da muss man sich selber nochmal gucken. Aber es klang auf jeden Fall schon mal interessant. Aber wir machen jetzt hier mal weiter. Also wir haben jetzt hier das Person-Objekt rein und das war es dann schon. Jetzt erstellen wir noch ein paar Commands. Nehmen wir mal iCommand. Na, Command. Using System Windows Input. Ja, nicht Microsoft Windows Input. Gut, iCommand. Natürlich öffentlich. Und wir nennen das Command mal Clear Name. Mit Clear Name würden wir dann einfach sagen, dass der Name von der Person quasi gelöscht wird. Dann machen wir noch ein Public iCommand, nicht AddName. Delete Child Name. Delete Child Name. Da möchten wir einen einzelnen oder mehrere Namen aus der Liste der Namen einmal rauslöschen. Dann machen wir noch ein Public iCommand. Nee. iCommand. Da dann haben wir da. Das soll alle Daten, die wir jetzt gleich noch erzeugen, soll alle Daten wieder auf Ursprung zurücksetzen. So, dann haben wir einen Konstruktor. Und der Konstruktor, ja, macht erstmal genau das, was auch vorgeschlagen hat. Dann machen wir noch Clear Name. Clear Name, Clear Name. Und jetzt nochmal dieses Relay Command. Und jetzt wird es interessant. Also gesagt, ein neues Relay Command. Jetzt geben wir, und hier drin können wir jetzt eine Aktion angeben. Entweder machen wir wirklich ein Action oder wir geben einfach einen Methodennamen an. Können wir nennen Clear Name of Person. So, zack. Und jetzt so ein bisschen Magie. Gehen wir hier unten hin und sagen Methode Clear Name of Person generieren. Und damit haben wir das. Das können wir auch gleich füllen, die Methode. Dann sagen wir einfach Person.lastname gleich String empty. Und Person.surname String empty. So, damit hätten wir das erledigt. Jetzt haben wir noch das Command Delete Child Name. Ebenfalls ein Relay Command. Aber geben denen eine iList. iList ist eine Schnittstelle, eine Basisschnittstelle. Und wenn wir jetzt eine Art ListView machen, dann wollen wir ja vielleicht einen Namen, zwei Namen, drei Namen markieren und dann aus der Liste entfernen. Deswegen nennen wir das jetzt mal Delete Name of Child from List. Und auch hier, nee. Und auch hier wollen wir die Methode generieren. Er meckert hier noch die iList an. Gehen wir hier rein, Collection, dann lässt sich das bestimmt auch noch mal hier vereinfachen. So. So, und das wird ein bisschen tricky werden, das zu implementieren. Das werden wir gleich sehen, warum. Ja, weil Reset Data gleich New Relay Command. Und da übergeben wir einfach mal Generate Sample Data.
diese Methode erstellen wir. Und da können wir jetzt zum Beispiel mal sagen, Pösen.suname ist gleich Otto. Pösen.lastname ist gleich Bismarck. Und Pösen.childs gleich New Observable Collection, Klammern auf, Wilhelm Marie und Herbert. So, das waren die Kinder von Otto Bismarck. Und wenn wir schon einen Konstruktor aufrufen, dann können wir natürlich auch sagen, hier generate sample data. Als Methode kann man das ja auch nochmal einzeln aufrufen, muss ja nicht als Command direkt verwenden. So, dann hätten wir jetzt erstmal fertig. Auch hier haben wir jetzt ein Notify Property Change implementiert, haben Commands implementiert, haben die Methoden dazu erstellt und es war ja bisher noch nicht irgendwie schwierig. So, jetzt gehen wir ins Main Window rein. Und im Main Window ist es einmal wichtig, dass wir jetzt eine Namespace aufs ViewModel machen. XLMNS local VM ist gleich. Hier gibt man nur ViewModel ein, dann sollte er das genau. Und jetzt tun wir einfach Tab drücken und dann macht er den Rest. So. Dann können wir dieses Main ViewModel ans Window binden. Das werden wir auch mal machen. Also Klammer auf, Main. Ach nee, ist Window. Entschuldigung. Window.DataContext. Und hier können wir dann jetzt mit dem Namespace arbeiten. Local VM. Und dann werden wir schon das Main-Model angeboten. Und das war es im Prinzip. Was wir jetzt noch machen müssen, ist einmal erstellen, weil er sagt hier, der Name Main-Model ist im Namespace nicht vorhanden. Das was nicht stimmt. Deswegen gehen wir hier mal kurz erstellen. Und damit ist der Punkt auch raus. Wir erstellen jetzt einfach mal zwei Spalten. In die linke Spalte lassen wir Daten anzeigen und in die rechte Spalte machen wir Buttons rein. Na, wir machen hier grid.columnDefinitions. Column Definition. Und nochmal eine Column Definition rein. Jetzt haben wir zwei Spalten gemacht. Jetzt gehen wir hier mit einem Stack Panel rein. Und das in das Stack Panel packen wir einen Textblock. Textblock. Und den Text nennen wir jetzt mal Vorname. Und das Font Weight ist mal Bold. Erledigt. Dann machen wir eine Textbox rein. Text gleich. Und jetzt beginnt die Magie. Microsoft hat gesagt, ihr könnt Binding benutzen. Binding. Und wir können jetzt quasi eine Person binden. Person.synonym. Und hätten das damit erledigt. Und wir sehen auch schon, dass die Beispieldaten drin stehen. Aber Microsoft hat gesagt, ja, also es gibt nochmal ein X-Bind. Mal sehen, ob das hier geht. Also doch nicht. Ja, lassen wir das auf Binding jetzt mal stehen. Gut, Binding. Jetzt kopieren wir den Spaß. Gehen hier runter. Nachname. Und schreiben hier mal LastName rein. So, da steht schon alles da. Dann machen wir nochmal eine Kopie vom Textblock. Ne, nicht da, sondern da. Und dann schreiben wir Kinder, machen ein ListView rein und die Source Item Source wird auch gebindet und die binden wir einfach an die Observable Collection von der Person. Scheiße. So, und da stehen die Kinder auch schon drin.
Also relativ easy. So, mal wieder ein Stack-Panel. Das machen wir aber in die Column 1 rein, also in die andere Seite. Na, sehen wir schon, da sind wir auch, Markierung ist gleich nach drüben gewandert und da machen wir einen Button rein. Und den Button, da geben wir einen Content rein. Der Content heißt Lösche Vor- und Nachname. Das ist quasi einmal Clear Name. Dann machen wir noch einen Button rein. Der heißt Lösche Kindernamen, auch wenn das nicht so toll ist. Lösche Kindernamen. Und wir machen noch einen Button rein. Und der heißt Reset der Daten. So. Und wir haben jetzt Commands erstellt. Und deswegen, das wird jetzt hier ziemlich einfach. Command. Jetzt machen wir wieder ein Binding. Binding. Nehmen wir hier Clear Name. Und hier wird es auch wieder ganz total einfach. Command. Binding. Reset Data. Und bei Kindernamen haben wir auch ein Command. Das Command war Binding. Delete Child Name. So. Und im Prinzip haben wir das jetzt da schon mal alles, ja, sind wir jetzt da durch. Das heißt, im Prinzip war es das. Lösche Kindernamen wird natürlich noch nicht funktionieren, ne, weil der Button hat keine Ahnung, was wir hier drin selektiert haben. Aber das machen wir gleich dazu. Aber wir können trotzdem schon mal starten. Und jetzt hier haben wir Otto stehen und Bismarck. Und wenn wir jetzt Lösche Vor- und Nachname machen, sind die weg. Und wenn ich Reset der Daten mache, sind sie wieder da. Und jetzt hier Lösche Kindernamen stehe, passiert gar nichts. Das liegt daran, dass da noch Dinge fehlen. Erstens hat unsere im Model haben wir hier noch gar keinen Code drin stehen, was der Command eigentlich machen soll. Und dann haben wir hier noch eine I-List als Übergabeparameter, wo aber noch gar nicht klar ist, ja, ich meine, da führt das Command aus, aber da muss ja noch eine Liste übergeben werden. Und ja, ich kann ja jetzt nicht hier. Aber das machen wir jetzt mal schnell. Erstmal vergeben wir bei dem ListView einen Namen. Das soll es nur einfacher machen. XName LVChilds. Damit hat das ListView einen Namen und wir können es später einfacher finden. Und dann haben wir bei Lösche Kindernamen können wir noch sogenannte Command-Parameter übergeben. Command-Parameter. Und da können wir wieder binden. Machen Binding. Machen ein Komma. Element Name. LVGiles. Jetzt gehen wir wieder vor das Komma. Machen so, ich mache strg Space. Und dann kriege ich hier alles mögliche angezeigt an Eigenschaften, die LVGiles zum Beispiel hat. Und da finde ich dann auch Selected Items. So. Und damit habe ich quasi einfach den Parameter übergeben. So, und jetzt können wir hier im Menu-Model einfach mal gucken, wenn wir da reinhüpfen. Na, ich habe gerade den Breakpoint hier gesetzt, machen wir am Start. So, einmal Lösche Kindernamen machen und im Object Rohdaten Count Items 0 und so weiter. Und mal weiter. Jetzt markieren wir mal einen Wilhelm, Lösche Kindernamen. Jetzt haben wir hier ein Object, da steht schon Count 1 drin. Ne? Und jetzt sehen, dass ein Wilhelm ist. So. Und wenn wir das jetzt den Wilhelm löschen müssen, ist es ja eigentlich relativ einfach. Wir machen einfach person.childs.remove. Ne, Object. Wahrscheinlich. Nee, so ist es nicht. Weil wir eine Liste haben, funktioniert das so nicht. Also, müssen wir erstmal die I-List irgendwo hin. Ja, also wir müssen erstmal das Kind, wir wollen ja eine Liste haben. Wir haben jetzt nur die Schnittstelle I-List. Also das heißt, die Liste ist vom Typ I-List
und vom Interface iList, was ja schon mal schön ist. Aber wir müssen jetzt erstmal was damit machen. So. Wir machen eine Kopie des. Am Ende machen wir eine Kopie von den selektierten Items, die wir ausgewählt haben. Copy of selected items. So, erstmal kopieren wir es, aber also erstmal machen wir quasi wir parsen es. Also wir machen Klammer auf, schreiben hier rein, iList vom Typ Object, weil in C-Sharp ist ja alles vom Typ Object. So, und jetzt haben wir erstmal quasi ja, nicht ganz eine Kopie gemacht. So, jetzt sagt er hier bestimmt wieder, das irgendwelche Null, das Null-Literal und pop. Deswegen gehen wir hier nochmal hoch und fragen, ob das Object ungleich Null ist. Ich schreibe die Klammer bis unten durchgezogen. So. Und dann hört er schon mal auf zu meckern. Und jetzt müssen wir ja erstmal da durch iterieren. For each. Genau. Hat das super gemacht, schon mal vorbelegt. Ich liebe Visual Studio 2022 manchmal dafür. Und jetzt sag mal einfach, lösche mal das Item. So, und dann kann er damit nichts anfangen, deswegen, weil es vom Typ Object ist, deswegen casten wir es quasi direkt ins ein String rein und damit sollte das eigentlich erledigt sein. Das wird aber trotzdem noch nicht funktionieren. Aber wir so lassen es einfach mal so, weil wir iterieren jetzt durch die Erfahrung. Also ein iList, ne? Also alles, was eine Liste ist, hat das Interface iList. Und ob Soffel Collection ist eine Liste, die nochmal zusätzlich iNotify Property Changed erbt und deswegen oder vom das Interface mitnimmt. Und deswegen ist hier, haben wir hier eine Liste von Objekten. Ne? Also hier List Object gecastet. Wir gehen hier durch diese Liste von Objekten durch, wissen, dass es ja Strings sind. Ja, das wissen wir, weil wir hier den String hier angegeben haben. Und jetzt entfernen wir aus den Kindern quasi das Item, also die Kinder raus. Aber es funktioniert nicht. So. Ne? Also wir klicken hier drauf und markieren mal den Wilhelm und sagen löschen. Und dann kriegen wir sofort eine Invalid Operation Exception. Ne? Weil die Kollektion, das sind die Kinder, die wurden modifiziert, während ein Enumeration-Prozess ausgeführt worden ist. Und der Enumeration-Prozess ist diese For-Each-Schleife. Na, das heißt, da kann ich durchiterieren, während wir die Größe ändern. Na, das ist halt Copy of Selected Items, obwohl es noch gar keine Kopie ist. Das wollen wir ja jetzt ändern. Um das nochmal vereinfacht zu kopieren, wäre es schön, wenn das Clone-Interface drin wäre. Dann könnte man nicht einfach Clone machen, aber das gibt es hier nicht. Also können wir aber trotzdem das machen. Wir machen es einfach nun zu einer Liste. Das heißt, wir tun eine Liste zu einer Liste machen. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt haben wir tatsächlich eine Kopie gemacht. Also ToList macht immer eine Kopie von dem, ne, obwohl das ja schon eine Liste ist. Ne, also hier Object ist ja, ne, hinter der Klammer ist es dann auf jeden Fall schon mal eine Liste. So. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal aus. Wilhelm löschen. Und schon ist er Wilhelm weg. So. Das ist dann das, was ein bisschen tricky ist. Und das, was bei MVVM dann, naja, es wäre wahrscheinlich nicht nur MVVM, es wäre wahrscheinlich generell immer ist so ein Ding. Das wollte ich einfach mit reinnehmen, weil es ein kleiner Showkiller ist. Ja, also da hat man dann keine Lust mehr weiterzumachen, weil man gerade an einem Problem hängt, was mit FMVM jetzt erstmal gar nicht groß zu tun hat. Aber ja. Aber wie ihr seht, haben wir hier nicht ein Stück Code von irgendwie vom View drinne. Ja, das View ist super simpel, einfach aufgebaut, indem wir hier quasi den Datenkontext setzen im XAML. Man kann den Datenkontext natürlich auch im Code behind setzen. Einfach mal F7 hier drücken. Und dann kann man auch sagen, hier Data-Kontext. Na, ist gleich das, haben wir vorhin schon mal gesehen, aber man kann natürlich auch sagen, gleich New Model View oder View Model Punkt Main View Model. So kann man den Datenkontext aussetzen. Ja, so habe ich es, ja,
So kann man das machen. So, haben wir ja aber auch schon den Xaml erledigt. Hat jetzt auch den Vorteil, wenn wir es hier machen, dass uns hier alles angeboten wird, was super ist. Was auch geil ist, mal vielleicht für später. Ne, wenn ihr, ihr könnt zum Beispiel auch im Stack-Panel noch selber Stack-Panel.data-Kontext machen und könnt da irgendein anderes Model angeben. Ja, ich habe jetzt mal wieder das Main-View-Model genommen. Aber in diesem Stack-Panel gilt dann halt dieses Main-View-Model. Und das übergeordnete wahrscheinlich auch. So. Also könnt ihr jetzt ein Tab-Item machen. Na, geht das so? Tab-Control. Dann gehen wir ganz runter. So, jetzt haben wir schon mal ein Tab-Control gemacht. Jetzt machen wir hier ein Tab-Item. Ja, das erste Grid wandert komplett in das Tab-Item rein. Und das STKD. Das Tab-Item hat einen Header. Ne? Sagen wir mal über Start. Keine Ahnung, hier unten können wir noch mehr Tab-Items reinmachen. Ja, mit dem Header irgendwas fest. So, und dann haben wir eine Anwendung, die halt mehrere Tabs hat. Und ihr könnt Pages laden oder was weiß ich. So, und ihr könnt dann, ja, in diesem Tab-Item Start, könnt ihr ja dann sagen Tab-Item, Punkt, Datakontext und tut dann den Datenkontext direkt aufs Tab machen. So könnt ihr pro Tab einfach einen Datenkontext setzen und einfach andere Klassen nehmen und so weiter und das ist halt mal was aufgeräumter und geiler. So. Ja, das wollte ich jetzt mal zu MVVM sagen. Ne, nochmal, das Datenobjekt super aufgeräumt, das MainView-Model aufgeräumt, das View, naja, im XAML wirkt es ja nie so richtig aufgeräumt, aber im Code Behind aufgeräumt. Na, hier vorne das Projekt, wenn man hier alles zuklappt, alles super aufgeräumt. Und ich finde das total klasse. Und deswegen wollte ich das nochmal vorstellen. Für Anfänger war das jetzt mit Sicherheit ein riesiger Aha-Moment. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, what? So einfach ist das mittlerweile. Den Source-Code für dieses Projekt, also was ihr hier so seht, dieses Einsteiger-Ding, das werde ich auf GitHub nochmal hochposten. Da könnt ihr euch das dann runterladen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.